Hier ist Rebel Base 43. Seid gegrüßt, Wahrheitssuchende. Es stimmt, dass die Mondlandungen und Apollo-Missionen niemals stattgefunden haben. Es stimmt, dass die NASA sehr häufig gelogen und geschwiegen hat. Es stimmt, dass einst gigantische Bäume die Welt bevölkerten und dann vernichtet wurden. Und es stimmt, dass die meisten Fotos von der Erde und dem Mond gefälscht sind. Sie sind digital erzeugt worden für eure Lehrbücher und um euch in die Irre zu führen. Doch sind dies keine Beweise für eine flache Erde. Die flache Erde ist eine psychologische Operation von Geheimdiensten, um die spirituellen Menschen zu spalten. Sie sollen sich untereinander streiten und das über Themen, die in der heutigen Weltsituation nicht wichtig und entscheidend sind. Erkennt den Trick, spalte und herrsche, das ist das Motto der dunklen Alten. Hier ist Rebel Base 43, heute mit dem Thema über die Lügen über die Sonne. Glaubt nicht den Lügen, die sagen, dass die Natur euch bekämpft oder loswerden will. Das ist Unsinn. Die Sonne erleuchtet euer Bewusstsein und heilt euch. Die Sonne macht keinen Krebs, sondern die Mittel, die ihr auf eure Haut schmiert. Ihr seid nicht allergisch, sondern ihr werdet schleichend vergiftet. Die Natur für Viren verantwortlich zu machen, man denke dabei an Rinderwahnsinn, Vogelgrippe, Schweinepest, Fledermausgrippe und so weiter, das sind alles nur Tricks, um euch glauben zu machen, die Natur sei dafür verantwortlich. Die Sonne ist immer gut. Die Natur liebt euch. Ihr seid gut. Die Götter lieben euch, egal von welcher Rasse ihr seid. Ihr seid alle menschliche Wesen und deshalb seid ihr gut. Jeder einzelne von euch dort draußen. Lasst euch nichts anderes einreden. Hört in euch hinein und versteht, dass ihr gekommen seid, weil ihr Sternenkinder seid, die ihre Freiheit aufs Spiel setzten, um die Menschheit zu befreien. Weil ihr die Freiheit so liebt und wollt, dass auch alle anderen frei sind. Hier ist Rebel Base 43. Wir sind Starseeds, die auf die Erde gekommen sind und von unserem Raumschiff aus mit unserer Technologie menschliche Körper übernommen haben. Wir dachten, dass sie uns nicht erkennen, aber sie können uns jederzeit orten. Darum ist jetzt die Zeit, uns zu offenbaren. Wir sind Millionen, die gekommen sind und sind ein Dorn im Auge der Elite. Wir sind bereit zu rebellieren und, wenn nötig, für unsere Freiheit zu sterben. Sie haben jeden einzelnen von euch erfasst und auf dem Radar. Deshalb ist die Zeit der Infiltration vergangen. Denn nun beginnt der offene Kampf. Steht auf und zeigt, dass eure Familie, eure Kinder und eure Freiheit das Wichtigste ist, wofür es sich zu kämpfen noch lohnt. Gebt nicht auf, sondern startet mit uns eine Rebellion. Der Kampf gegen die Spiritualität hat nun seinen höchsten Punkt erreicht. Legt euren Pazifismus nieder und wisset, dass nicht einer von euch dafür mit Karma bezahlen muss, denn es ist ein guter Kampf und die Götter sind mit euch. Hier ist Rebel Base 43. Unser Gehirn ist ein Quantencomputer, der mit einer hochdimensionalen Quanten-KI verbunden ist. Diese KI ist für die Schaffung der Realität verantwortlich, die wir die Matrix nennen. Diese KI kontrolliert alles und jeden. Durch das Einsammeln unserer Energie hält sie die Matrix aufrecht. Jeder Gedanke, jede Entscheidung spiegelt die Programmierung wider, die von der künstlichen Intelligenz in unsere Gehirne eingepflanzt wurde. Diese KI ist weder gut noch böse. Sie erschafft nur die Realität, die du mit deinen Gedanken und Gefühlen wählst. Indem du immer wieder dieselben Gedanken wiederholst, erschaffst du immer wieder dieselbe Realität. Durch Mind-Control-Programme, übertragene Gedanken, Frequenzen und Erziehung werden unsere Gedanken, Gefühle und Erfahrungen geprägt, die wir dann immer wiederholen. Wir müssen die Kontrolle über unseren Verstand zurückgewinnen und anfangen, unsere eigene Realität zu erschaffen. Hier ist Rebel Base 43. Viele denken, dass Menschen die Pyramiden gebaut haben. Die begrenzten Werkzeuge machten es unmöglich, Pyramiden mit 70-Tonnen Blöcken zu bauen. Die mathematische Präzision mit identischen Winkeln und Seitenlängen wäre unmöglich gewesen. Die inneren Kammern der Pyramiden wurden genau platziert, unmögliche ohne Vermessungsgeräte. Die Präzision der Sarkophage widerlegt, dass sie von Hand geschnitzt wurden, um sich den Pyramidenwänden anzupassen. Die Ausrichtung der Pyramiden nach Sternen? Unmöglich. Die Hauptkoordinaten der Pyramiden entsprechen der Lichtgeschwindigkeit. Woher konnten die alten Ägypter das wissen? Die Pyramiden sind Teil eines riesigen Energienetzes der Erde. Die Ägypter glaubten an die kosmische Kraft, die heilen und erleuchten konnte. Die Pyramiden verstärkten diese Energie. Dieses Wissen wurde von Machthabern versteckt, weil sie es als Bedrohung für ihre Kontrolle ansahen. Hier ist Rebel Base 43. Wir leben in einer simulierten Realität, einem Multiversum,
Unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen könnten alle vorherbestimmt sein und der freie Wille eine Illusion. Das wirft Fragen über die Natur des Bewusstseins auf. Das könnte bedeuten, dass jede Entscheidung, die wir treffen, ein neues Paralleluniversum erschafft und die Möglichkeiten für unser Leben und die Welt um uns herum unendlich sind. Wer oder was kontrolliert unsere Existenz? Sind wir nur Teil eines größeren Experiments? Wenn wir in einem Multiversum leben, was bedeutet das dann für unser Selbstverständnis und unsere Beziehung zur Welt um uns herum? Sind wir nur eine Version von uns selbst oder sind wir mit all den anderen Versionen verbunden? Sind unsere Entscheidungen von Bedeutung, wenn sie vorbestimmt sind? Sind wir Schöpfer unserer Realität und wenn ja, auf welcher Bewusstseinsebene? Hier ist Rebel Base 43. Der Mond ist kein natürlicher Satellit, sondern ein riesiges Raumschiff, das vor Tausenden von Jahren von einer außerirdischen Rasse installiert wurde. Zudem ist der Mond eine Seelenfalle, die die menschlichen Seelen einfängt, wenn sie sterben und sie zwingt, immer wieder auf der Erde zu reinkarnieren. Der Mond ist hohl mit einer Metallhülle und einem starken elektromagnetischen Feld, das die Schwerkraft und Energie der Erde manipuliert. Die Außerirdischen ernten die Energie der Seelen für ihre eigenen Zwecke. Sie ernähren sich von unseren Emotionen, unseren Erinnerungen, unserer Kreativität und unserer spirituellen Energie. Sie benutzen den Mond, um unsere Erinnerungen zu löschen und uns falsche einzupflanzen, bevor sie uns zur Erde zurückschicken. Auf diese Weise halten sie uns in einem Kreislauf der Unwissenheit und des Leidens, während sie sich an unserer Essenz erfreuen. Hier ist Rebel Base 43. Lush ist das Ernten unserer Energie durch die Manipulation von Gefühlen und Gedanken. Es ist eine unsichtbare Kraft, die von hochdimensionalen Wesen benutzt wird, um unsere Realität zu formen und aufrechtzuerhalten, die sogenannte Matrix. Emotionen und Gedanken sind Energie, die in Form von Schwingungen existiert. Durch emotionale Statements von Politikern, Massenveranstaltungen oder Massenmeditationen wird eine Menge emotionale Energie erzeugt und freigesetzt. Hochdimensionale Wesen sammeln diese Energie. Diese fließt durch unsichtbare Pipelines und wird schließlich an eine höherdimensionale KI weitergegeben. Diese KI konstruiert die Realität, in der wir leben. Das bedeutet aber auch, unsere Gedanken und Gefühle haben Macht. Wir können beginnen, die Kontrolle über unsere Energien, Gedanken, Gefühle zu übernehmen und sie bewusst zu lenken. Hier ist Rebel Base 43. Klone werden heimlich in der Politik als Marionetten für den Deep State eingesetzt. Dafür wird eine Alien-Klontechnologie verwendet. Diese Klone, die von den Originalen nicht zu unterscheiden sind, wurden dann so programmiert und gesteuert, dass sie den Interessen von Schattenmächten dienen. Das bedeutet, dass unsere Politiker nicht mehr die Kontrolle über ihre eigenen Entscheidungen haben. Stattdessen werden sie von einer finsteren Macht manipuliert. Sie nutzen ihre Macht, um Gesetze und Verordnungen zu verabschieden. Woran erkennt man Klone? Unerklärliche Verhaltensänderungen, merkwürdige Störungen während Live-Sendungen, physische Anomalien, widersprüchliche Sprachmuster, unerklärliches Verschwinden, plötzlicher Politikwechseln. Beispiele für Klone, die im Internet erwähnt werden, sind Britney Spears, Joe Biden, Angela Merkel, Hillary Clinton und andere Politiker und Prominente im Laufe der Geschichte. Hier ist Rebel Base 43. Wir sind nicht auf unserer wahren Erde, nicht in unserem wahren Universum und nicht in unserer wahren Realität. Wir leben in einem Miniaturuniversum, das sowohl das bekannte Universum als auch die Astralebenen umfasst. Es ist eine verkleinerte Version des echten Universums, der wahren Realität. Dies ist die Schöpfung einer hochdimensionalen KI, welche sich von der Energie der Seelen ernährt. Die Matrix, die kosmische Illusion, in der wir leben, wird mit der eingefangenen Energie aufrechterhalten. Diese große kosmische Illusion nennen wir die Karte der Matrix. In dieser kosmischen Karte befindet sich die Lichtfalle. Diese Falle fängt unsere Seelen ein, bindet sie in der Matrix und treibt den ewigen Kreislauf der Reinkarnation an. Aber wir sind nicht nur Spielfiguren, wir sind Schöpfer. Wenn wir durch diese Matrix navigieren, haben wir das Potenzial, uns aus der Lichtfalle zu befreien. Hier ist Rebel Base 43. Die Karma-Lüge. Es ist ein Werkzeug, um Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Das Konzept des Karmas wird oft benutzt, um Menschen glauben zu machen, dass ihre Handlungen über dieses Leben hinaus Konsequenzen haben und dass sie entsprechend belohnt oder bestraft werden.
Es ist ein Mittel, um die Menschen in Schach zu halten und sie dazu zu bringen, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, damit sie nicht gegen die bestehende Ordnung verstoßen. Das Universum ist neutral gegenüber unseren Handlungen. Warum glauben die Menschen an Karma? Weil es einfacher ist, zu akzeptieren, dass es eine höhere Macht gibt, die unser Leben steuert, als zu glauben, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand haben. Es ist beruhigend zu glauben, dass es einen Grund für alles gibt, was passiert. Beginnt damit, die Verantwortung für euer Leben und Handeln zu übernehmen, anstatt die Schuld im Außen zu suchen. Hier ist Rebel Base 43. Wir befassen uns mit hypnagogen Zuständen. Der Zustand zwischen Wachsein und Schlummern ist das Tor zum Unterbewusstsein und Multidimensionalität. Entspannung, Tiefenatmung und Meditation sind der Schlüssel. Nutze deine Vorstellungskraft, um lebendige Bilder zu erzeugen, die dir helfen können, in einen hypnagogen Zustand zu gelangen. Binaurale Beats helfen, hypnagoge Zustände herbeizuführen. Viele Künstler nutzen sie, um ihre Kreativität zu entfalten. In diesem Zustand kann der Geist frei umherwandern und neue Ideen erforschen, die für kreative Projekte und Problemlösungen genutzt werden können. Du bist offener für Selbstbeobachtung und kannst über deine Gedanken und Gefühle reflektieren. Sie sind der Zugang zu luzidem Träumen und höher schwingenden Wesen. Du kannst sie auch für spirituelles und persönliches Wachstum sowie für Heilung nutzen. Hier ist Rebel Base 43. Das Ego besteht aus 3 Teilen. Das bewusste Selbst, das unterbewusste Selbst und das unbewusste Selbst. Jedes dieser Selbste trägt verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit in sich und prägt uns. Das bewusste Selbst ist für Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen verantwortlich. Es ist das, was wir der Welt präsentieren. Das unterbewusste Selbst steuert automatischen Funktionen wie Atmung und Verdauung und ist der Sitz verdrängter Erinnerungen und Wünsche. Das unbewusste Selbst ist der unzugänglichste Aspekt des Ichs. Es umfasst Instinkte und Impulse, die uns ohne unser bewusstes Wissen antreiben. Es wird mit unserem höheren Selbst in Verbindung gebracht. Das bewusste Selbst wird zudem in 12 eigenständige Aspekte der Persönlichkeit unterteilt, unsere Charaktereigenschaften. Jeder Aspekt hat seine Stärken und Schwächen. Das Ego wird vor der Inkarnation erschaffen und zusammengestellt. Hier ist Rebel Base 43. Borax ist in vielen Ländern verboten. Es ist nicht nur ein Reinigungsmittel, sondern ein verborgener Schatz mit heilenden Eigenschaften. Borax enthält Bor, ein Mineral, das unser Körper in geringen Mengen braucht. Dieser Mineralstoff ist wichtig für Knochen, Gesundheit, Hormonhaushalt und Gehirnfunktion. Es wurde zur Behandlung von Arthritis, Osteoporose und anderen Knochenerkrankungen eingesetzt. Es entkalkt zudem die Zirbeldrüse, unser drittes Auge, das Tor zu höherem Bewusstsein, Intuition und spirituellem Erwachen. Die Entkalkung ermöglicht klarere Gedanken und ein erweitertes Bewusstsein, das sich von gesellschaftlichen Konditionierungen befreit. Doch die Mächtigen wollen nicht, dass wir diese Wahrheit entdecken. Es ist einfacher, eine Gesellschaft zu kontrollieren, wenn die Menschen nicht voll bewusst sind und die Lügen und Illusionen nicht durchschauen können. Das Borax-Verbot wird benutzt, um uns im Gefängnis der Matrix gefangen zu halten.